Moin zusammen und willkommen zurück zu Super Mario Galaxy. Im letzten Part haben wir uns am Kampffelsen ein bisschen ausgetobt und wir haben Müll weggeräumt, ja. Und wir standen ständig unter Beschuss. Und noch sind wir da nicht ganz fertig. Denn ein Stern wartet hier noch auf uns. Dann machen wir uns mal ganz schnell auf den Weg dorthin. Und schauen wir mal, was uns denn jetzt entgegengeschmissen wird. Die Bedrohung. Okay. Die Bedrohung wird uns jetzt voll an den Kopf geschmissen. Ja, bedroht fühle ich mich schon die ganze Zeit. Jetzt wird es ja richtig maschinell hier. So. Und wir standen natürlich wieder auf den UFOs. Jetzt schauen wir natürlich erstmal wieder unten drunter, was hier wunderschön ist. Es gibt nichts. Außer die kleinen Spin-Dinger. Ja. Und ein Maulwurf. Hallo. Die kennen wir ja auch noch aus Super Mario Bros. 3, ja? Ne? So. Oh Gott. Die waren dann immer auf den schönen Schiffen drauf. Und haben mit ihren Schraubenschlüsseln rumgeschmissen. So. Fuchs. So, kriegen wir die kaputt. So, schweben wir uns mal eben hier rüber. Für einer. Schießt er mit Laser ab. Das UFO bewegt sich. Münze. Nee, Münze will nicht. Okay. Steht noch was drunter? Nein. Okay. Bevor wir irgendwas verpassen, ne? Den gucken. So, da ist ein kleiner Luma. Und der ist ein bisschen traurig. So, du kannst mich jetzt mal. Nein, 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 lass mich holen. Ich will da hoch. So. Und ich krieg den hier. Komm her. Aua. Okay, den kann ich nichts ausrichten. Gut. Was ist denn hier los? Die Elektrodrähte sind im Weg und kann meinen Freund nicht befreien. Ram irgendwas mit der Drehattacke. Ach ja, da ja. Okay, den müssen wir dagegen schleudern. Danke. Jetzt weiß ich es auch wieder. Das hat ausgereicht, um einen Kurzschluss auszulösen, ja. Okay. Vielen Dank. Zur Belohnung zeige ich dir einen abgezogen. Verwandlung! Okay, jetzt kommen wir direkt auf den Felsen drauf. Da waren wir auch noch nicht. Lass ich den nicht treffen, ne? Jetzt kommt du raus. Hier, Fuchs. Und... So, da ist die Röhre. Da ist eine Münze. Da sind Sternteile drin. So. Neues Gimmick. Wir drehen einfach mal die Gravitation um. Das geht natürlich auch. Was passiert, wenn ich jetzt hier runtergehe? Ich glaube, ich habe jetzt ganz viel übersprungen. Auch in Ordnung. So, hier so durch, da so durch. So, la la la. So. Die Hälfte des Levels übersprungen. Was machst du da, Mario? So schön, wenn die Kamera zwischendurch einfach mal nicht mitkommt. So, ist auch hier drin. Zwei. Boing. Und ich krieg auch noch. Oh. It's a Fahrstuhl. Ich hab einen Alarm ausgelöst. Mal wieder. Okay. Hallo. Mal eins. Und mal zwei. Ah, Schwerkraft. Mario. Mario macht wieder alles kaputt. Ich glaube, das ist nicht so gut. Lass mich.
Okay. Oh, da gibt es ein Kaufladen-Nummer. Der nimmt Sternteile für Zeug, aber ich habe ja noch. Leben muss ich mir nicht unbedingt kaufen. Sonst noch irgendwas hier? Irgendwas Interessantes? Nein? Ich brauche so ein paar Sternteile, die da an der Wand kleben. Nee? Okay. Dann gehen wir hier mal hoch und schauen, was hier abgeht. Irgendwas fliegt da oben. Kann man das schon sehen? Oh ja. Ein UFO. Nein, das schieße ich jetzt nicht ab. It's a Beyblade. So. Ah. Ah. Ah, die kleinen Dinger. Ja. Aua. 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 Hört auf damit. Krieg ja noch einen Drehwurm hier. Das war lustig. Oh Gott, Spiel. Zup. Sternchen. Speichern, speichern wir? Nein, wir speichern nicht. Nein. Wir speichern erst am Ende vom Part. So, den haben wir auch abgeschlossen. Und da ist auch schon mal ein Risikokomet. Gut, dann nehmen wir den gleich mal mit. Sind sie wieder aufgetaucht? Ich finde das schade, dass man nicht jedes Mal eine Meldung kriegt von wegen, oh, da ist wieder was. Aber dafür gibt es die Karte, da kann man auch drauf gucken. So, Risikokomet, die Bedrohung. Ja, das Ganze jetzt mal noch. Nochmal einen Tacken schlimmer. Okay. Und wir landen, glaube ich, gleich sofort da, ne? Ja, tun wir. Weil wir haben nämlich nur, wie schon gesagt, nur einen Lebenspunkt. Das könnte sehr, sehr interessant werden. Genau. Besonders, wenn ich sowas mache. Oh, und ich bin gespannt. Wir haben gesehen, was eben passiert ist. Na komm. So. Dieses Rumgekreisel, ne? So, hier kriegt ihr echt noch einen Drehwurm. Und Sterne. Da sehe ich Sterne. Ganz viele. Ein neuer Stern. Ganz viel Zeug. Nein. So, haben wir hier noch einen Chaos-Kometen? Schabernack-Komet? Nein. Hier haben wir keinen. Und bei dir konnte ich doch jetzt die Karte angucken, ne? Ja, hier ist die Karte. Nö. Nö, ich glaube, das würde ich sehen, ne? Ja, das würde ich, glaube ich, sehen. Sonst hatten wir ja überall auch schon die Kometen gehabt, ne? Ja, hatten wir. Gut, nächste Galaxie. Hier haben wir den Testball. Oh ja. Hinder, sofort. Oh Gott. Surfen, kacke. Ball, geil. So, und zwar wundersame Reise des Sternenballs. Die ist wirklich sehr wundersam und macht sehr lustige Situationen. Und da ist schon der Sternenball. Und da muss der hin. Bus, wie kriegen wir den da hin? Ach, die Musik dazu ist schon so geil. So. Gut. Das Schild hat mich angeschrien. Das Schild redet mit mir. Hey, wenn du auf den Sternball steigen willst, dann hör gut zu, das Schild hilft dir zu dir sagen. Es ist Schild hilft. Okay.
Also springe auf den Sternball. Okay, okay. So. Wow. Ja. Muss ich gerade halten? Ja, das ist die Grundhaltung. Gut. Nein, nach vorne, dann werden wir ein bisschen schneller. Ja, so, so. Alles klar, hier. Würde ich im Kreis drehen. Ja, springen wir. Jupp, alles klar. Neue Erfahrung ist die beste Lehrmeister. Probier mal was bis zum Schluss zu rollen. Es ist so lustig. Mit der Musik. Es ist so lustig. Je schneller wir rollen, desto schneller wird die Musik. Und jetzt springen wir einfach mal. Hallo, Gombas, na? Und. Hallo! Das Ding ist bestimmt immer wieder da. So. Hallo, Gombas! Da war ich ein bisschen zu schnell unterwegs. So, da wollen wir da einrollen. Ein bisschen bremsen wieder. Jetzt geben mir die Gombas noch irgendwelche Höhenflüge und das würde ich nicht gerne haben. So. So, Kamera dreht sich völlig mit, das ist gut. So, ein bisschen bremsen. Bremsen, so, hier lang. Wollen wir den gefährlichen Weg? Komm, wir gehen den gefährlichen Weg. Der Hügel war ein bisschen steil. Das war gut. Gott, ihr hättet mein Gesicht sehen sollen. So. Aber den Weg habe ich geschafft. Ist im Grunde nicht sehr schwer, mit dem Ball umzugehen. Bloß der eine Weg, der war... Der Hügel, der Weg nicht. Der Hügel war ein bisschen steil. Und... Wow, und... Mario Roll. So, ein bisschen bremsen. Puck. Die armen Gumbas, ne? Die wurden hier einfach auch nur hingestellt, damit man halt ein bisschen was hier zum Plattfahren hat, ne? So. Pucks. Ich will über diesen Hügel rüber. Halt. Warte, so. Ah. So, jetzt. So. Wir fahren einfach vorbei. Das war echt sau gefährlich. Tschüss, Gumba. Und tada! Natürlich. Ich finde es immer auch interessant, wie ich den Weg geschafft habe, aber nicht über den Hügel rüberkam. Weil, ne, Hügel. So. Aber keine Angst, wir werden auch öfters den Ball zu Gesicht bekommen. Weil er einfach toll ist. Ich liebe den Ball. Der Ball ist super. So. Und die andere Galaxie schaffen wir auch noch. In der Isse. Und das ist die Bam Bam Ban Galaxie. Ja. Die Bam Bam Ban, ja. Das sieht alles über diese Galaxie aus. So. Dann renn und musizier, ja. Weil stehen bleiben dürfen wir hier nicht. Weil das ganz gemeine Platten sind. Und in der Mitte ist ein schwarzes Loch. Sorry, da war ein Weg. So. Hallo, Brennentodi. Genau deswegen sollten wir nicht stehen bleiben. So. Das Leben lassen wir jetzt mal. So. So. Ah, da sind schon die Noten. Die bahnen sich hier einen sehr lustigen Weg. Ich weiß jetzt nicht, ob das richtig war, was ich hier gerade getan habe. Sieht aber gut aus.
So, und jetzt brauchen wir es einfach nur mal fallen zu lassen. Oh nein! Aber der Stern hat mich aufgefangen. Tada! Und diese Platten werden auch unsere allerbesten Freunde werden. So. Sie komplett. Ganz viel Zeug. Jetzt speichern wir aber. Und ihr wisst, was speichern bedeutet? Ja. Das war's dann mal wieder für diesen Part. Ich hoffe, euch hat es bis hierhin gefallen. Und wir werden im nächsten Part mal schauen, was uns noch hier so alles abgeht hier in der Galaxie. Ne? Also hier in diesem Sonnensystem. Galaxie. Dingsbums. Was auch immer. Also danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part von Super Mario Galaxy. Tschüss und bis dann.